schön, dass du da bist zu deinen ungefähr 60 Minuten Yoga, das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Zum Thema der heutigen Stunde. Die Frage ist fast obsolet oder selbst beantwortend. Warst du schon mal gut drauf? Warst du schon mal schlecht drauf? Die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, so meint Yoga. Es gibt auch eine Wahrscheinlichkeit, dass du schon mal richtig super duper super partymäßig gut drauf warst und schon mal richtig krass abgekackt hast. Oder zu Himmel hochjauchzend, zu Tode betrübt. Das Spektrum des Lebens. Freude empfinden, Leid vermeiden. Ich möchte dich heute einladen, dieses Spektrum etwas mehr in die Mitte zu bringen, etwas mehr hier einzupendeln, ins Gleichgewicht zu bringen. Ja, das soll das Thema der heutigen Stunde sein. Yoga nimmt sich unter anderem zum Ziel, Emotionsschwankungen auszugleichen. Ja, und das bedeutet nicht mehr super gut drauf zu sein oder nie wieder abzukacken. Ja, stell dir gern vor, du stehst eben vor der Achterbahn. Je mehr Gleichgewicht du hast, je mehr du in deiner Mitte bist, desto mehr stehst du vor der Achterbahn und kannst frei entscheiden, ob du einsteigst oder eben nicht. Das heißt, du hast die Option. Die Frage ist, ob du jetzt manchmal mehr oder weniger die Option hast, dich entscheiden zu können, ob du den absoluten Abkack oder die Super-Duper-Party haben kannst. Ja, dazu lade ich dich ein. Dafür werden wir selbstverständlich entsprechende Gleichgewichts-Asanas praktizieren. Ja, die werden über die Stunde hinweg Asana um Asana, Körperstellung um Körperstellung immer mehr diese entsprechenden harmonisierenden Wirkungen entfalten. Ganz wichtig, wie immer, ist in dem Fall keine Anfängerstunde, aber von jemandem, der schon ein paar Mal Yoga gemacht hat, bis zum Fortgeschrittenen, der wird hier was für sich finden können. Ja, du entscheidest immer selbst, wie intensiv du praktizierst. Wichtig, intensiv meint nicht zwingend besser. Intensiv meint nicht zwingend besser. Kannst du jederzeit eine Pause nehmen, ob in der Stellung des Kindes oder im herabschauenden Hund, obliegt ganz dir. Ja, gerade wo es heute ums Gleichgewicht geht, bitte, du darfst schwanken, du möchtest umfallen, wieder neu aufbauen. Es sind die Impulse, die wir haben wollen. Wir beginnen erst mit einigen kurzen Momenten des Ankommens, um dann die entsprechenden Asanas zu praktizieren, zum Ende der Stunde immer ausgeglichener zu werden und ganz am Schluss final in eine möglichst angenehme Entspannung fließen zu können. Zum Ankommen, einige Atemzüge, sitzt du gern aufrecht im kreuzbeinigen Sitz oder wie du eben aufrecht sitzen kannst. Ja, kannst deine Gesäßhöcke am Boden spüren, kannst einatmen, den Oberkörper mal schön lang werden lassen, ausatmen, deine Hände nach Belieben positionieren und deine Augen schließen. Falls du mich noch nicht kennen solltest, ich heiße Ulf und werde dich durch die nächsten ungefähr 60 Minuten leiten und begleiten auf dieser kleinen bzw. großen Reise zu dir selbst. Kannst du mit geschlossenen Augen einmal den Raum um dich herum wahrnehmen. Während dein Atem ganz gemächlich durch die Nase ein- und durch die Nase wieder ausströmen kann. Kannst du die Kontaktpunkte deines Körpers mit dem Untergrund finden? Die Luft
auf deiner Haut, ja, besonders an den Körperstellen, die jetzt nicht mit Kleidung bedeckt sind, spüren, wahrnehmen. Und so fließt der Atem ungefähr 2 bis 3 Sekunden durch die Nase ein. Ungefähr 2 bis 3 Sekunden durch die Nase wieder aus. Möchtest du deine Aufmerksamkeit schließlich gänzlich nach innen führen und probieren, das Heben und Senken deiner Bauchdecke wahrzunehmen, welches ganz von allein geschieht? Hebt sich die Bauchdecke leicht mit dem Einatmen und senkt sich leicht mit dem Ausatmen. Sollte es dir vielleicht heute schwerfallen, das zu spüren, leg gern eine Hand auf deinen Bauch. Und dabei ist es ganz normal, sollte die Aufmerksamkeit von Spüren der Bauchdecke abfließen, der Geist vielleicht E-Mails formulieren, planen, erinnern. Ja, bemerke dies und kehre immer wieder zurück zum Heben und Senken deiner Bauchdecke. Genau dann bist du nämlich ein Stück weit im Hier und Jetzt. Kannst du dich innerlich auf etwas mehr Bewegung einstellen? Ja, den Atem wieder etwas vertiefen, um dann mit dem nächsten Einatmen die Augen noch geschlossen, die Arme über die Seite lang nach oben zu bringen. Ausatmen, gehen die Hände vor dein Herz. Um dann mit einem deiner nächsten Ausatemzüge langsam deine Augen zu öffnen. Spürst deine Gesäßhecker am Boden, der Bauch ist leicht aktiv und du bringst einatmend deine Arme lang nach oben, ausatmend die Hände vor dein Herz, vor dein Bauchnabel. Dort lösen sich die Hände und gehen vor dir zum Boden. Du wanderst mit den Händen nach vorn, bis sich schließlich dein Gesäß vom Boden löst und die Füße nach hinten ausstrecken und in den Vierfüßlerstand kommen kannst. Ja, das bedeutet, die Handgelenke sind unter den Schultern und die Knie ungefähr unter deinen Hüften. Die Finger sind weit auseinander gespreizt. Du machst den Rücken eher rund. Der Bauch zieht nach innen, stellst die Fußzehen auf und mit dem nächsten Ausatmen streckst du die Beine durch für den ersten herabschauenden Hund. Ah, hier die Lungen einmal komplett leer machen. Um jetzt mit den Füßen langsam nach vorn zu laufen, zwischen die Hände so weit einzubeugen, dass Fußzehenfingerspitzen in einer Linie sein können. Um mit geradem Rücken nach oben zu kommen, setz dein Gesäß tiefer. Lass zuerst den Rücken schön gerade werden, vielleicht parallel zum Boden. Schieb die Füße gegen die Erde, wenn einatmend, die Arme über die Seite, lang nach oben wollen, streckst dich. Ausatmen gehen die Hände vor dein Herz, Bauchnabel lösen sich und fließen neben deinen Körper. Du stehst. Für eine erste ganz simple Gleichgewichtsübung sind deine Füße ungefähr hüftweit geöffnet. Ja, heute immer wichtig, mindestens 3 Grundpfeiler. Du spürst den Boden unter deinen Füßen, Step 1. Basis 2, Beckenboden aktiv. Das sind die Muskeln, die du benutzt, um den Toilettengang zu unterdrücken oder zu unterbrechen. Kann jeder, hat jeder mal ausprobieren. Der Bauch ist aktiv, der Unterrücken so eher lang. Brustkorb stolz. Ja, und dann verlagerst du dein Gewicht ganz simpel etwas auf den linken Fuß und streckst das rechte Bein nach vorne unten aus.
bringst einatmend die Arme über die Seite lang nach oben, ausatmend die Hände vor dein Herz. Atmen. Geht das rechte Bein über rechts nach hinten, der Oberkörper relativ gerade und über die Mitte in der Luft wieder nach vorn, um mit dem Ausatmen abzusetzen. Beide Füße wieder bewusst am Boden zu spüren. Gewichtsverlagerung auf rechts, Bauch ist aktiv, präsent und das linke Bein streckt nach vorne unten aus. Das Bein über die Seite, nach hinten, über die Mitte, abermals nach vorn. Mit dem Ausatmen absetzen. Einatmen, Hände lang nach oben. Ausatmen, über die Seite zum Körper bringen. Mehr Erwärmung, Surya Namaskar, der Sonnengruß mit Gleichgewichtsvariationen. Deine Füße etwa hüftweit auseinander. Solide Basis, Boden spüren. Ist der kalt, warm, weich, nass, rau, angenehm, unangenehm? In dem Moment, wo du das wahrnimmst, was da los ist, bist du da, bist du präsent. Die Oberschenkel sind leicht aktiv, der Unterrücken ist abermals lang und somit geschützt, der Brustkorb stolz. Wir legen los, mehr Erwärmung. Einatmen, ausatmen, die Hände vor deinem Herzen zusammen. Einatmen, streckst dich lang. Ausatmen, mit geradem Rücken, leichte Kniebeuge, die Hände zum Boden bringen, stehende Vorwärtsbeuge, Bauch fest, rechts nach hinten, Sprinterposition. Links dazu Brett. Mit dem Ausatmen Knie absetzen, Brustkorb zwischen die Hände, Stirn oder Kinn am Boden. Mit dem Einatmen alles ablegen. Oberkörper hebt sich aus der Kraft des Rückens. Mit dem Ausatmen schieb dein Gesäß nach hinten, stell die Fußzehen auf, streck die Beine durch, herabschauender Hund. Die Hände schieben aktiv nach vorne unten in die Erde und dein Gesäß strebt nach hinten oben. Um den rechten Fuß nach vorn zu bringen, mit dem Einatmen Bauch fest auf die Zehenspitzen kommen. Rechter Fuß löst sich in die Luft und schwingt nach vorn zwischen deine Hände. Vorderes Knie überm Fußgelenk, hinteres Knie absetzen, Rücken lang, Sprinterposition. Mit dem nächsten Ausatmen links dazu vorwärts Beuge. Die Beine zu Beginn gern noch etwas gebeugt. Wer schon mehr Action sucht, streckt die Beine mehr durch, Nacken entspannt, Lungen leer machen. Um abermals mit geradem Rücken nach oben zu kommen, setz dich tiefer. Lass den Rücken lang werden und einatmen. Bring die Arme lang zum Himmel. Ausatmend grüßt du die Sonne mit den Händen vor dem Herzen. Für die linke Seite einatmen lang, ausatmen Hände vom Herzen zusammen. Lungen füllen, streckst dich, ausatmen, vorwärts beuge. Links, Lunge, Sprinter, Bauch stabil, Brettposition, Bauch stabil, nach unten fließen, Knie, Brustkorb, Stirn oder Kinn. Alles ablegen, Lungen füllen, kleine Kobra, hier kurz bleiben. Mal die Hände vom Boden lösen, es geht hier um die Rückenkraft, Herzöffnung und der Blick geht eher zum Boden, der Nacken will lang sein. Hände wieder aufstellen, Ellenbögen eng am Körper lassen. Wenn du dein Gesäß nach hinten schiebst, die Fußzehen aufstellst, die Beine durchdrückst, herabschauender Hund. Hier gern mal die Lungen komplett leer machen. Bauch fest, auf die Zehenspitzen kommen und links nach vorne. Sprinter. Rechts dazu, Vorwärtsbeuge, mit dem nächsten Einatmen wachs zum Himmel, ausatmen, Hände vor dein Herz, rechte Seite, einatmen, ausatmen, wirst lang, Vorwärtsbeuge, rechts Lunge, ins Brett, mit dem Ausatmen abtauchen, mit dem Einatmen auftauchen. Ausatmen, herabschauender Hund.
rechts nach vorn, kurz hier bleiben. Ne? Ich sage die ersten zwei Runden etwas mehr an, danach wird es dynamischer. Wer seinen Fuß nicht gleich ganz nach vorne kriegt, greift sein Fußgelenk, setzt nach, Knie über dem Fußgelenk. Das Ding heißt Sprinter, weil jede Zelle in dir nach vorne strebt. Du willst losrennen. Dazu Bauch fest, vorderen Fuß stärker gegen die Erde schieben und mit dem Ausatmen links dazu. Lungen leer, vorwärts beuge. Lungen füllen, streck dich. Ausatmen. Einatmen, ausatmen. Lungen füllen. Vorwärts beuge. Lunge links. Bauch fest, Brettposition, mit dem Ausatmen nach unten fließen. Einatmen, Herzöffnung, kleine Kobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Links nach vorn. Rechts folgt. Lang werden. Ausatmen, mehr Gleichgewicht. Einatmen lang, die Hände diesmal oben schulterweit auseinanderlassen. Gewichtsverlagerung auf links, Bauch fest. Rechtes Bein geht nach hinten oben in die Luft. Der Oberkörper neigt sich nach vorn für die Standwaage. Ja, das Standbein ist gestreckt oder leicht gebeugt. Probier mal aus, was heute zu dir passt. Standbein stärker beugen, Bauch stabil lassen, bis der rechte Fuß weit hinten absetzt und die Hände zum Boden gehen. Brettposition. Von hier entweder wie eben Knie, Brustkorb, Stirn oder im Liegestütz zum Boden. Von hier entweder wie eben kleine Kobra oder heraufschauender Hund. Alle herabschauender Hund. Rechts nach vorn. Links dazu. Lang werden. Ausatmen. Linke Seite. Wirst lang, bleibst hier. Gewichtsverlagerung auf rechts. Bauch stabil. Linkes Bein in die Luft. Atmen. Blick geht zum Boden. Mit dem nächsten Ausatmen. Linken Fuß souverän absetzen. Hände zum Boden. Brettposition. Deine Variante nach unten. Knie, Brust, Kopf, Stirn oder Liegestütz. Lungen füllen. Deine Variante nach oben. Alle herabschauender Hund. Links nach vorn, rechts dazu, Vorwärtsbeuge, Lungen füllen, streck dich, ausatmen. Ja, wir werden etwas dynamischer, wird es dir zu schnell, praktizier langsamer in deiner Geschwindigkeit. Standwaage, rechtes Bein in die Luft, rechts absetzen, Hände zum Boden, Brett. Deine Option nach unten fließen, deine Option nach oben. Herabschauender Hund. Rechts nach vorn. Links dazu. Streck dich. Ausatmen. Linke Seite. Wirst lang. Linkes Bein in die Luft. Ja, die Profis probieren, das Becken parallel zum Boden ausgerichtet zu lassen. Absetzen. Hände erden. Brett. Du fließt nach unten. Nach oben, herabschauender Hund, links nach vorn, rechts folgt, lang werden, ausatmen, mehr Gleichgewicht, Lungen füllen, Standwaage, rechtes Bein in die Luft, absetzen, Brettposition, hier bleiben, bleib im Brett, leg einmal den rechten Fuß, rechte Fußgelenk über das linke, der Rest bleibt gleich. Du fließt nach unten. Nach oben. Dreibeiniger Hund. Linke Fußzehen aufstellen. Rechtes Bein geht nach hinten oben in die Luft. Und schwingt nach vorn. Lungen leer machen. Vorwärts beuge. Und einatmen. Streck dich. Ausatmen. Linke Seite. Wirst lang. Standwaage, linkes Bein. Zum Boden kommen. Brettposition. Linkes Bein übers rechte. Abtauchen. Auftauchen. Rechte Fußzehen aufstellen. Linkes Bein in die Luft. Dreibeiniger Hund.
hier bleiben, atmen. Linkes Bein hinten absetzen, herabschauender Hund. Ja, lass den Atem fließen, mach die Lungen mal gern komplett leer. Schieb die Hände nach vorne unten in die Erde. Gesäß strebt nach hinten oben und dein Herz probiert zwischen den Schultern Richtung Füße zu schieben. Alright, Bauch fest, auf die Zehenspitzen links löst und kommt nach vorne. Rechts folgt Vorwärtsbeuge, bleib hier für 1, 2, 3 Atemzüge. Ja, löse wirklich gern mal den Oberkiefer vom Unterkiefer. Lass den Kopf schön hängen. Und spür rein, wie viel Dehnung deiner Körperrückseite dir heute jetzt gut tut. Weniger Dehnung, Beine stärker einbeugen, mehr Dehnung. Beine mehr durchstrecken. Lungen leer, leer, leer. Na, dann setz dein Gesäß wieder tiefer. Lass den Rücken schön lang werden. Bring die Schultern ins Gelenk und dann schieb die Füße gegen die Erde, wenn du mit den Armen über die Seite abermals lang nach oben kommst. Die streckst, streckst, streckst. Vielleicht leichte Rückwärtsbeuge. Bauchgesäß aktiv. Einatmen lang. Und ausatmen, Hände vors Herz, Bauchnabel bis neben den Körper fließen lassen. Du stehst. Ja, und jetzt, wo es scheinbar keine nächste Aufgabe gibt für den Geist, probier die Aufmerksamkeit im Körper zu halten. Anders formuliert, spüre deinen Körper. Egal, ob es der kleine Zeh, das rechte Nasenloch, deine Haut oder dein ganzer Körper ist. Hast im Sonnengruß über 90% deiner Skelettmuskulatur aktiviert, nahezu alle Energiezentren angesprochen. Für den Baum. Ja, stehst du auf oder neben deiner Matte, je nachdem, wo du dich gleichgewichtiger fühlst. Aber sei noch mal darauf hingewiesen, gerade wenn es ums Gleichgewicht geht, geht es mindestens genauso ums Ungleichgewicht. Es gibt das eine nicht ohne das andere. Wir können da ganz entspannt sein. Für den Baum schließt du deine Füße. Spürst wieder deine Basis 1, Füße am Boden, wie ist die Unterlage? Basis 2, Beckenboden. Basis 3, Bauch aktiv, Brustkorb stolz. Um dann dein Gewicht auf rechts zu verlagern und den linken Fuß, Option 1, ans Fußgelenk anzustellen, Option 2 an die Wade, Option 3 an den Oberschenkel. Mir ist egal, welche Option du für dich wählst. Um jetzt einatmend, ausatmend die Hände wieder vor deinem Herzen zusammenzubringen. Ja, dein Becken will hier möglichst noch nach vorne schauen und jetzt kann das Knie möglichst zur Seite schauen, ohne hier eine extreme Zirkusnummer draus werden zu lassen. Der Atem fließt. Ja, bleib hier oder wer weitergehen möchte, schieb die Handflächen leicht gegeneinander und die Hände zur Decke. Arme, Hände öffnen sich 45 Grad, Daumen, Zeigefinger könnten sich berühren. Und wer völlig wahnsinnig ist, könnte optional die Augen einmal schließen. Gern wackeln, gern umfallen, gern neu aufbauen. Alle Augen auf, Bauch präsent. Einatmen gehen die Hände wieder oben zusammen, ausatmen vor dein Herz. Standfuß spüren, geht das linke Knie hüfthoch vor den Körper. Bauch stabil, neigst dich im Oberkörper nach vorn und das linke Bein schiebt nach hinten. Ja, der Blick geht zum Boden, der Nacken ist schön lang und das Standbein kann gestreckt oder leicht gebeugt sein.
Bauch fest, einatmen, richtest du dich wieder auf, bringst das Knie hüfthoch vor den Körper, bringst die Hände zur Decke und ausatmend können die Hände auflösen, der Fuß zurück zum Boden finden und du stehst wieder mit beiden Füßen auf der Erde. Gönn dir einen Atemzug, den Boden mit beiden Füßen wahrzunehmen. Für die andere Seite schließ deine Füße. Gewichtsverlagerung auf links, um dann den rechten Fuß, Option 1, Option 2 oder Option 3, an den Oberschenkel anzustellen. Option Knie, nein, 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 das kann das Knie nicht. Unterhalb des Knies oder oberhalb des Knies. Einatmen, ausatmen, gehen die Hände vor deinem Herzen zusammen. Ja, um hier ein gewisses Gleichgewicht zu finden, spür nochmal deinen Standfuß am Boden. Hart, weich, kalt, heiß, rau, glatt. Um jetzt den angestellten Fuß etwas gegen das Standbein zu schieben und das Standbein gegen den angestellten Fuß. Den Beckenboden zu aktivieren, den Bauch zu bemerken und final die Hände leicht gegeneinander zu schieben. Kannst du dir mit dem Blick einen Fixpunkt 2-3 Meter vor dir am Boden suchen oder in die Ferne schauen? In jedem Fall will dein Blick weniger konzentrativ sein, einen Punkt fokussieren, sondern eher weich. Kannst du mit den Augen die Peripherie wahrnehmen? Wer weitergehen möchte, schiebt die Hände lang nach oben, öffnet 45 Grad, Daumen, Zeigefinger berühren sich. Und wer verrückt ist, schließt die Augen. Alle Augen auf und einatmen, gehen die Hände wieder zueinander vor dein Herz. Standfuß spüren, Bauch stabil, rechtes Knie hüfthoch vor den Körper, um dann dich nach vorne zu neigen und den rechten Fuß, das Bein nach hinten zu strecken. Bauch aktiv, Hände schieben gegeneinander. Der höchste Punkt des Scheitels strebt nach vorn, gerne wackeln. Bauch fest, Standfuß spüren, einatmen, richte dich wieder auf, bring das Knie, die Hände nach oben und ausatmen, langsam auflösen. Du stehst. Und kommst bewusst zurück an den vorderen Anfang deiner Matte. Ja, eine Variation aus Held 1, Held 2, Held 3. Erst etwas langsamer und dann wird es dynamischer. Deine Füße sind wieder hüftweit geöffnet. Basis 1, Basis 2, Basis 3. Ja, wer meine Stunden schon öfter gesehen hat oder sehr fortgeschritten praktiziert, der kann die relativ detaillierten Ansagen ausblenden und schon noch mehr ins Spüren gehen. Ansonsten möchte ich hier gern alle in dieser Stunde abholen. Für den Helden 1 gehen einatmen, die Arme lang nach oben, leichte Kniebeuge rechts, macht einen langen Ausfallschritt nach hinten. Du stehst zweispurig wie auf einem Gleis, vorderes Knie überm Fußgelenk. Mit dem nächsten Ausatmen Held 2, dafür dreht die hintere Ferse zum Boden, die Arme öffnen nach vorn und hinten und der Blick geht über die vorderen Finger in deine Zukunft. Ja, vorderes Knie über dem Fußgelenk, Handflächen zeigen zur Erde. Für den Helden Nummer 3 geht der rechte Arm, fließt durch den Raum zurück nach vorn, die hinteren Fußzehen wieder aufstellen. Der hintere Fuß tippelt etwas nach vorn und du hebst ab für den Helden Nummer 3. Handflächen zeigen zueinander, die Daumen zur Decke. Standbein gestreckt oder gebeugt. Mit dem Einatmen streck dich zum Himmel, ausatmen, setz den Fuß ab, bring die Hände vor dein Herz. Held 1 links. Ausatmen, Held 2. Hintere Fußsohle komplett am Boden. Bauch zieht nach innen, Unterrücken möglichst lang.
Mit dem Einatmen hält 3, linker Arm geht nach vorn, hinteren Fußzehen aufstellen und du fliegst. Hält 3. Mit dem Einatmen lang werden. Ausatmen, Hände vor dein Herz. Ja, wir werden etwas dynamischer in der zweiten Runde. Ist es für dich zu schnell? Mach langsamer. Du willst Kontrolle, Präsenz in deinem Bauch haben die ganze Zeit. Hält 1 rechts. Lungen füllen. Ausatmen. Hält 2. Öffnen. Einatmen. Nach vorn kommen. Hält 3. Ausatmen hier. Und füll die Lungen. Streck dich. Ausatmen. Hände vors Herz. Einatmen. Hält 1. Ausatmen. Hält 2. Bauch fest. Und du kommst nach vorn. Atem fließt, hält 3, einatmen, lang werden, ausatmen. Ja, fließt du eine dritte Runde, das heißt eine Runde rechts, eine Runde links, in deiner eigenen Geschwindigkeit, so wie es dir jetzt gut tut. Eine Runde rechts, eine Runde links. Ja, wir treffen uns schließlich im Stehen mit den Händen vor dem Herzen. Ja, wenn der Geist eine Aufgabe sucht, wieder gern den Körper wahrnehmen, den Atem. Was macht die Körpertemperatur, die Geschwindigkeit oder die Langsamkeit deines Atems? Wer seinen Atem etwas beruhigen möchte, atmet länger aus als ein, bedeutet normal durch die Nase einatmen und ungefähr doppelt so lange durch die Nase ausatmen. Du stehst am vorderen Anfang deiner Matte. Bringst einatmen, die Arme lang nach oben, ausatmen, Vorwärtsbeuge. Rechts nach hinten, links dazu, Knie zum Boden, Gesäß zu den Fersen, Stirn zum Boden, Hände neben die Füße. Stellung des Kindes. Gönn dir hier 2 Atemzüge des Loslassens. Ja, der Brustkorb darf einfallen, die Schultern locker sein. Und dich dann mit rundem Rücken Wirbel für Wirbel nach oben in den Fersensitz aufzurollen. Königsklasse Gleichgewicht, der Kopfstand. Ja, da ihr vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen mit großer Wahrscheinlichkeit Leute zuschauen, wähle das, was für dich passt. Wenn du nicht selbstständig zu Hause ohne Hilfestellung den Kopfstand praktizieren kannst, mach es nicht. Wer es kann, darf es gerne tun. Alle anderen gehen entweder, einfachste Variante, in den herabschauenden Hund oder zusammen mit mir in den Delfin. Und zwar genau jetzt. Für den Delfin würdest du die Arme lang nach vorne ausstrecken, deine gegenüberliegenden Ellenbögen umgreifen. Die Arme zum Boden bringen, so wie sie sind. Die Ellenbögen bleiben, wo sie sind. Du öffnest nur die Unterarme und greifst deine 10 Finger. Den untersten Finger gern nach innen klappen, damit er nicht am Boden drückt. Die Fußzehen aufstellen. Unterarme und Ellenbogen aktiv gegen die Erde schieben. Der Bauch ist fest, der Rücken eher rund. Und mit dem nächsten Ausatmen die Beine durchzustrecken. Ja, das ist der Delfin. Und entweder bleibst du hier oder bringst einatmend dein Herz über deine Hände, Becken senkt sich und ausatmend das Becken wieder nach hinten oben in deinem eigenen Atemrhythmus.
Ja, solltest du Lust auf diese Dynamik haben, es aber ein bisschen zu anstrengend sein, könntest du jederzeit die Knie zum Boden absetzen. Ja, Aktivierung der Schulter-Nackenmuskulatur, Umkehrstellung des Energieflusses im Körper, Bauchstärkung, Gleichgewicht. Ja, egal wo du bist, im Delfin, in der Dynamik, im Kopfstand oder im Hund, mit dem nächsten Ausatmen bring die Knie zum Boden und finde wieder die Stellung des Kindes. Mit aktivem Bauch rollst du dich mit rundem Rücken wieder Wirbel für Wirbel nach oben in den Fersensitz auf. Wir können mit dem Einatmen die Schultern mal hoch zu den Ohren gehen, mit dem Ausatmen nach hinten unten. Setz dich neben deine Fersen, bringst die Füße nach vorn. Stellst die Füße etwa hüftweit auf. Ja, willst den Rücken lang werden lassen, umgreifst deine Schienbeine und ziehst mal den Oberkörper zu den Oberschenkeln. Der Rücken will lang sein, die Schultern im Gelenk. Ja, Bauch ist fest, Beckenboden aktiv. Und dann lehn dich etwas nach hinten, deine Füße heben ab. Mit großer Wahrscheinlichkeit kannst du deine Arme ausstrecken. Ja, das soll jetzt definitiv anstrengend für dein Körperzentrum, deine Bauchmuskulaturen sein. Ist das nicht der Fall, könntest du die Unterschenkel parallel zum Boden nehmen. Wer noch mehr Action braucht, streckt die Beine aus. In der Variante, die zu dir passt, geh einatmend in die Öffnung, ausatmen, alles zusammenbringen. Einatmen, öffnen, ausatmen, weiter in deinem Atemrhythmus, in deiner Variation. Ja, wird es zu anstrengend, bring die Beine näher zum Körper oder stell die Füße ab und bleib dabei. Wer sich langweilt, streckt die Beine weiter weg vom Körper. Alle in der Öffnung bleiben. Atmen. Ja, das Kinn ist vom Brustbein gelöst und der Blick geht eher nach vorne oben. Und je nachdem, wie viel Restkraft du noch hast, dich abstützend oder nicht abstützend aus der Kraft des Bauches in die Rückenlage kommen. Relax. Ja, kannst du ganz einfach am Boden angekommen sein, indem du die Kontaktpunkte deines Körpers mit der Erde wahrnehmen kannst. Ja, nachdem du die Lunge noch mal komplett leer gemacht hast, alles rausgepustet hast, Platz gemacht hast für 6 Liter neuen Sauerstoff. Für eine Variation der Schulterbrücke. Aktivier deinen Bauch, schieb den unteren Rücken Richtung Erde, um deine Füße etwa hüftweit aufzustellen. Ja, die Arme liegen entspannt neben dem Körper. Mit dem Einatmen bring dein Becken in die Luft. Becken in die Luft. Wanderst jetzt mit deinen Händen, Armen und vor allen Dingen Schultern unterm Rücken zusammen. Ja, du möchtest auf deinen Schultern lasten und nicht auf deiner Halswirbelsäule. Das Ding heißt Schulterbrücke, eben weil du auf deinen Schultern brückst bzw. stehst. Spür mal rein, ob deine Fersen ungefähr unter deinen Knien stehen. Ja, das macht es deutlich einfacher von der Statik. Und lass den Atem hier wieder schön durch den Bauch bis hoch in die Lungenspitzen, in den Brustkorb fließen. Schulterbrücke. Wer mehr Gleichgewicht möchte, macht den Bauch fest, bringt mehr Gewicht auf den linken Fuß und streckt das rechte Bein diagonal nach vorne oben aus, ja, sodass die Oberschenkel noch ungefähr parallel zueinander sein können. Und wer sich hier langweilen sollte, bringt das linke Schulterblatt, die linke Schulter, 1-2 Zentimeter in die Luft. Alle Füße zum Boden. Ja, und wenn diese Variation etwas für dich ist,
sich dein Rücken wohlfühlt, dann wechsel die Seite, linkes Bein in die Luft und optional rechtes Schulterblatt. Mit dem nächsten Ausatmen alle Hände, alle Füße zum Boden, Schulterbrücke. Ja, kannst du hier die wunderbare Erfahrung machen, wie du die meisten Dinge im Leben mit weniger Aufwand erreichen kannst. Finde deine Gesäßmuskeln und während du in der Haltung bleibst, in der du jetzt bist, entspanne deine Gesäßmuskeln. Entspanne deinen Kiefer und lass die Aufmerksamkeit zu deinem Halsraum fließen. Wichtiges Energiezentrum, ganz einfach, indem du deinen Hals spürst, wahrnimmst. Schilddrüsenfunktion wird normalisiert, falls notwendig. Alright, mit dem nächsten Einatmen löst die Hände, wander mit den Schultern auseinander und bring ausatmend das Becken zurück zum Boden. Ja, lass die Füße gerne noch aufgestellt, spür mal den Kontakt des unteren Rückens zur Erde, um jetzt deine Beine, Knie zum Körper heranzuziehen, deine Schienbeine zu umgreifen. Der Oberkörper bleibt noch am Boden liegen. Ja, um jetzt auch den Oberkörper zu heben, rund zu werden im Rücken. Und ganz kleines, kompaktes Päckchen als solches dich nach oben aufzuschaukeln. Und bevor du die Füße abstellst, lass sie 1-2 Zentimeter in der Luft. Streck die Arme wieder aus und komm in die Gleichgewichtsoption, Bauchmuskel-Action, die du hattest, bevor wir zum Boden gekommen sind. Um dich jetzt einatmend nach hinten rollen zu lassen und ausatmend in diese Stellung zurückzukommen, Füße in der Luft. Zweimal mehr. Halten. Atmen. Blick geht nach vorne oben, Kinn vom Brustbein gelöst. Aktivierung deines Sonnengeflechtes, Energiezentrum unterhalb des Bauchnabels. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Ausatmen, relax. Rücken mal rund werden lassen, Schienbeine umgreifen. Richtest den Oberkörper wieder etwas auf. Kreuz deine Beine und schaust mal gleichgewichtstechnisch, ob du so ins Stehen kommen kannst, dich mit den Händen abstützend oder eben nicht abstützend. Und kommst erstmal im Stehen an. Fühl mehr Gleichgewicht im Stehen, auf oder neben deiner Matte, je nachdem, wo du dich vom Untergrund her wohler fühlst. Schließt deine Füße. Schließt deine Füße. Ja, bei dem, was folgt, wird es ein kleines Zaubergeheimrezept sein, dass du deine Fersen gegeneinander schiebst. Jetzt und vor allen Dingen, wenn du gleich auf deinen Zehenspitzen sein wirst. Du spürst den Boden unter deinen Füßen. Machst den Bauch fest, Beckenboden aktiv, Brustkorb stolz und bringst dann einatmend die Arme über die Seite lang nach oben und kommst auf deine Zehenspitzen. Atmest. Ja, schieb jetzt die Fersen gegeneinander. Bleib entweder hier oder geh zusammen mit mir auf den Zehenspitzen bleibend,
in die stehende Vorwärtsbeuge. Ja, Knie leicht gebeugt oder gestreckt. Du darfst wackeln, du sollst wackeln. Lass dich komplett hängen. Ja, kannst die Hände hängen lassen oder am Boden abstützen. Mit dem nächsten Ausatmen alle einmal die Fersen zum Boden. Mit dem Einatmen die Fersen wieder in die Luft. Bauch stabil, Boden spüren, um einatmen mit geradem Rücken. Wieder auf den Zehenspitzen, lang nach oben zu kommen. Dich zu strecken, nochmal einzuatmen. Und ausatmen, die Fersen absetzen, die Hände vor dein Herz, Bauchnabel lösen sich. Du stehst. Für eine weitere Asana spürst du immer noch oder schon wieder den Boden unter deinen Füßen. Bringst einatmen, die Arme über die Seite lang nach oben. Öffnest die Arme ungefähr 45 Grad. Handflächen zeigen nach vorn, Finger sind maximal aufgespreizt. Die Hände sind aufgespreizt. Boden, Beckenboden, Bauch. Um das Gewicht auf rechts zu verlagern und das linke Bein etwas zur Seite abzuspreizen und dich dann nach Belieben weiter zur Seite zu neigen. Standbein gestreckt oder leicht gebeugt. Um dann mal alle Fußzehen und Finger, die sich jetzt in der Luft befinden, maximal zu bewegen. Wer feststeht wie ein Fels und denkt, er ist der Geilste, mal ein bisschen wackeln. Wer total wackelt, mal probieren, etwas fester zu sein, um dann einfach den Körper machen zu lassen, nicht zu steuern. Bauch fest, einatmen lang, ausatmen, auflösen. Beide Füße am Boden spüren. Seitenwechsel, einatmen lang, ausatmen, Arme öffnen, Finger spreizen, Gewichtsverlagerung auf links, rechtes Bein spreizt etwas ab und du kommst in deine Seitwärtsbeuge. Bleib hier atmen, bleib in der Asana. Alles, was in der Luft ist, wieder maximal bewegen, Finger, Fußzehen. Standfuß spüren, Bauch fest, einatmen lang und ausatmen, erde dich wieder, Füße erden, Hände neben den Körper, relax. Für den Tänzer, ja, wir splitten wieder in Anfänger, Mittelstufe, Fortgeschritten. Finde einen festen Stand, Füße sind geschlossen. Bauch stabil, bring den rechten Fuß Richtung Gesäß, Ferse Richtung Gesäß. Wer kann, greift das rechte Fußgelenk, wer das nicht kann, streckt den Arm nach hinten unten aus. Ja, bitte eher das Fußgelenk als den Fußspann greifen. In beiden Fällen wollen Knie und Oberschenkel wieder möglichst in einer Linie sein und das Becken schiebt, das Körperzentrum schiebt etwas nach vorn. Geht der linke Arm lang nach oben. Daumen, Zeigefinger können sich berühren. Ja, und hier, das ist der halbe Tänzer, das Becken schiebt leicht nach vorn und im Oberkörper neigst du dich leicht zurück. Kannst gern hier bleiben, nur wer weitergeht, Mittelstufe fortgeschritten, beugt etwas das Standbein und neigt sich nach vorne, während der Oberkörper in einer leichten Rückwärtsbeuge bleibt. Und wer noch mehr will, schiebt final Hand und Fußgelenk gegeneinander Richtung Decke.
Mit dem Einatmen alle aufrichten in den halben Tänzer. Ausatmen, langsam auflösen. Gönn dir hier einen Atemzug. Seitenwechsel. Basis 1, 2, 3. Brustkorb stolz. Linkes Fußgelenk greifen. Oberschenkel, Knie parallel zueinander. Becken schiebt nach vorn, rechter Arm nach oben, Daumen, Zeigefinger. Berühren sich, halber Tänzer. Wer weitergehen möchte, geht in den ganzen Tänzer. Ja, spätestens jetzt wieder alle halber Tänzer. Um mit dem Ausatmen langsam aufzulösen. Du schließt deine Füße. Schiebst wieder die Fersen zueinander, Bauch, Becken, Boden aktiv. Wichtig jetzt auch etwas Gesäßspannung, um den Rücken zu stabilisieren. Kommst einatmend wieder auf deine Zehenspitzen, atmest hier weiter. Und während dein Becken, dein Körperzentrum jetzt leicht nach vorne schiebt, kannst du dich im Oberkörper leicht nach hinten neigen. Bleib hier, atmen. Ja, das Atmen fällt hier schwer. Deswegen probier bewusst, den Bauchraum zu füllen und hoch in den Brustkorb bis zu den Schlüsselbeinen zu atmen. Ja, du trainierst deine Lungenkapazität. Dein Rücken will sich die ganze Zeit wohlfühlen. Hol noch mal ein letztes Mal Luft, um ausatmend den Körper senkrecht auszurichten, die Fersen zu senken, die Hände fließen vor dein Herz bis neben deinen Körper. Ja, stehst du oder kommst du zurück an den Anfang deiner Matte? Bringst einatmen, die Arme lang nach oben, ausatmen, stehende Vorwärtsbeuge. Rechts nach hinten, links dazu, Vierfüßlerstand. Handgelenke unter den Schultern, Knie unter deinen Hüften. Wichtig jetzt, zieh den Bauch nach innen. Bauch, Beckenboden aktiv. Um dann den rechten Arm lang nach vorne auszustrecken, das linke Bein nach hinten. Ja, hier nicht ins Hohlkreuz verfallen, sondern der untere Rücken ist lang. Der Bauch zieht nach innen. Bleib hier. Oder wer mehr Action sucht, bringt den rechten Arm 90 Grad nach rechts, das linke Bein 90 Grad nach links. Atmen. Mit dem Einatmen alles wieder in die Länge. Mit dem Ausatmen einmal Knie und Ellenbogen unterm Körper in der Luft zusammenbringen oder so nah wie möglich. Einatmen, Streckung. Ausatmen, nochmal Rücken rund werden lassen. Einatmung, Streckung. Und dann ausatmen, beides möglichst gleichzeitig am Boden absetzen. Bauchstabilität, Gleichgewicht, Konzentration, Rückenkraft. Linker Arm, rechtes Bein. Atmen. Du kannst gern hier bleiben. Erst recht, wenn du noch nicht so oft dabei warst. Entscheide selbst, hör auf deine innere Stimme, wer möchte. Rechter Arm, rechtes Bein 90 Grad nach rechts, linker Arm 90 Grad nach links. Der Blick geht zum Boden, der Atem fließt. Einatmen lang. Ausatmen rund, Knie, Ellenbogen. Einatmen lang. Nochmals rund. Streckst dich. Und ausatmen, beides am Boden absetzen. Stellst deine Fußzehen auf. Schiebst das Gesäß nach hinten oben und kommst in den herabschauenden Hund, läufst noch einmal nach vorn. Um einatmend mit geradem Rücken lang nach oben zu kommen.
Ausatmen, Hände vor dein Herz. Bauchnabel bis neben den Körper fließen lassen. Du stehst. Ja, oh Wunder, Natur, dein Körper ganz selbstverständlich im Gleichgewicht. Ja, ist dein Körper im Gleichgewicht, werden deine Gedanken, dein Geist folgen, damit deine gesamte Stimmung. Funktioniert genauso andersrum, ist dein Geist, deine Gedanken klar und im Gleichgewicht, wird der Körper automatisch folgen. Wir probieren im Yoga beides und noch andere Ebenen miteinander zu kombinieren. Für eine Drehung Gleichgewichtsoption. Du schließt deine Füße, spürst den Boden, Basis 1, 2, 3. Gewichtsverlagerung auf rechts und bringst dein linkes Knie hüfthoch nach oben. Der rechte Arm umgreift dein Oberschenkel, dein Knie, sodass die Handfläche von außen gegen dein Oberschenkel schiebt. Und jetzt schiebt die Hand gegen den Oberschenkel, gegen das Knie und der Oberschenkel gegen die Hand. Es entsteht so eine Zentrierung, Beckenboden ist angespannt. Dann geht der linke Arm nach oben und du drehst dich zur linken Seite. Ja, indem du gegen den Oberschenkel schiebst, Standbein gebeugt oder gestreckt, probier aus. Ja, Massage deiner inneren Organe. Drehungen stehen im Yoga insbesondere für Entgiftung, Gleichgewicht, Konzentration. Mit dem Einatmen geht der hintere Arm wieder nach oben, ausatmend löst du langsam auf. Spürst beide Füße auf der Erde. Seitenwechsel. Füße geschlossen, Basis 1, 2, 3. Gewichtsverlagerung auf links, rechtes Knie in die Luft, hüfthoch ungefähr. Der linke Arm umgreift den Oberschenkel von außen. Beckenboden, Bauch aktiv, Standfuß am Boden spüren. Dann geht der rechte Arm lang nach oben und ausatmend drehst du dich zur rechten Seite. Gerne wackeln, wenn du umfällst. Reagier mit einem inneren Lächeln. Spielerisch. Ja, hier Brustkorböffnung, Herzweitung. Entlastung der Nackenmuskulatur. Beckenboden stabil, einatmen, lang werden. Ausatmen, auflösen, du stehst. Kommst oder stehst am Anfang deiner Matte. Spürst den Boden und die Hände gleichzeitig. Bringst einatmen, die Arme lang nach oben. Ausatmen, vorwärts beuge. Ja, mach die Lungen noch mal schön leer. Um dann ins Sitzen auf deine Matte zu kommen, die Beine zu beugen, vielleicht ein Unterschenkel quer hinter dir zur Matte. Und schließlich sitzend aus der Kraft deines Bauches oder entspannt über die Seite abgestützt in die Rückenlage zu kommen. Ja, kannst du wieder augenblicklich begonnen haben, am Boden anzukommen, indem du die Kontaktpunkte deines Körpers mit der Erde spürst. Dann kannst du die Arme nochmal nach links und rechts ausstrecken, den unteren Rücken zum Boden schieben und die Knie über deine Hüfte ziehen. Für eine letzte Drehbewegung dieser deiner Yogastunde. Wir können mit dem Ausatmen die angewinkelten Beine nach rechts zum Boden fließen. Der Kopf nach links drehen. Ja, wer mag, beschwert mit der rechten Hand die Knie etwas. Ja, wer fortgeschritten praktiziert, streckt das obere Bein aus, greift den Fuß
und lässt aber alles wieder zum Boden absinken. Kannst du, möchtest du mit einem deiner nächsten Ausatemzüge sämtliche Muskeln entspannen? Komplettes Loslassen. Um die Bauchmuskeln wieder etwas zu aktivieren und die Beine langsam zurück über die Matte zu bringen, ebenso den Kopf und dann alles zur anderen Seite aufzubauen. Die Beine gehen nach links, du findest deine Option, der Kopf dreht nach rechts. Und du lässt komplett los. Können längst alle Muskeln, alle Faszien, alle Gelenke haben, begonnen haben, loszulassen. Du mit etwas Bauchkraft und minimalem Energieaufwand nur das, was es für die Bewegung braucht, Kopf und Beine wieder zurück über die Matte bringen. Die Füße aufstellen und intuitiv bemerken, ob du noch irgendeine Bewegung brauchst vor der Endentspannung. Wenn ja, nimm dir diese gerne, ansonsten mach es dir schon jetzt bequem in der Rückenlage für Shavasana, die Tiefenentspannung. Können die Füße etwa hüftweit auseinander sein, mindestens hüftweit auseinander sein, die Zehen nach außen fallen, die Arme mit etwas Abstand neben dem Körper, oder du kennst eine Stellung, die noch angenehmer für dich ist. Nehmen wir gemeinsam zwei letzte vollständige Atemzüge. Du pustest alles raus, um dann die Lungen zu füllen. Zuerst den Bauchraum, den Brustkorb und ausatmen. Letztes Mal, Lungen füllen, Bauchraum, Brustkorb und relax. Kannst du spätestens jetzt deinen Atem frei fließen lassen. Den Oberkiefer nochmal leicht vom Unterkiefer lösen und dir vorstellen, wie du mit jedem Einatmen Lichtkraft, Wärme, Energie, Sauerstoff aufnehmen kannst und mit jedem Ausatmen sich diese Energie genau dorthin bewegen, verteilen kann, wo sie dein Körper jetzt am meisten gebrauchen kann. Und so kannst du, während dein Atem längst begonnen hat, frei zu fließen, bemerken, imaginär, wie ein Tropfen warmer, angenehmer Flüssigkeit auf dem Punkt zwischen deinen Augenbrauen zu tropfen scheint, während dein Atem fließt. Können all deine Muskeln, Faszien und Zellen begonnen haben, weich zu werden, während dieser Tropfen zwischen deinen Augenbrauen gleichmäßig in alle Richtungen zur Erde abfließt, in deinem Gesicht nichts hinterlässt außer Gelassenheit, die Gesichtszüge dir zu entgleisen scheinen, während dein Herz schlägt. Kann diese Entspanntheit in deinem Gesicht, deine Wirbelsäule, deinen Hals abwärts wandern und
Atemzug um Atemzug schließlich deinen ganzen Körper ergreifen. Du nach und nach tiefer und tiefer begonnen haben, dich in dich hineinfallen zu lassen. Ganz einfach, ganz selbstverständlich. Dein ganzer Körper scheinbar ganz leicht, ganz weit, sich in alle Himmelsrichtungen ausdehnen, ganz frei. Stille. Dein Herz schlägt, dein Atem fließt, kannst du langsam mit geschlossenen Augen den Raum um dich herum wieder bemerken. Den Atem etwas vertiefen, den Boden unter dir bemerken, die Luft auf deiner Haut. Und dann ganz neugierig, experimentell hineinzuspüren, wo jetzt die ersten Bewegungen in deinem Körper wieder entstehen vermögen. Und wenn es keinen Impuls gibt, setz bewusst einen und beginn langsam dich zu bewegen. Zu mobilisieren, zu dehnen, zu rekeln, zu strecken. Den Atem etwas zu vertiefen, um dann möglichst mit geschlossenen Augen in einen aufrechten Sitz zurückzukommen. Beenden wir diese Stunde mit einmal Om. Wenn du mittönen magst, füll die Lungen durch die Nase.
Atme vollständig aus. Bequem ein, Führung. Kannst du die Hände gerne nochmal vor dein Herz zusammenbringen, um dir bewusst zu machen, wie viel Gutes du dir und deinem Körper schon wieder getan hast. Er wird dir sehr, sehr lange dankbar dafür sein. Ja, und zuletzt grüße den Meister aller Meister, den Meister in dir selbst. Namaste. Ja, ich wünsche dir einen gleichgewichtigen Moment nach dem nächsten. Viel Spaß dabei. Solltest du Fragen haben, kontaktiere mich gern. Du wirst hier, egal wo du schaust, eine Möglichkeit finden, Kontakt aufzunehmen. Stell mir gerne Fragen, Anregungen. Da freue ich mich drüber. Lass es dir gut gehen.